Sehr schön, dann noch einer down. Ja, da ist jetzt leider einer von uns down gegangen. Ist das schon sein Hauptquartier? Oder? Bauernhof. So, hier kommt eine Festung. Und damit wir richtig Druck machen, kommt halt der Druck von oben. Na, hier, das wird nichts. Ja, er hat noch ein Leben, was er gleich verlieren wird, so wie ich unser Glück kenne. Ja, da ist er down. Ja, Satz mit X war wohl nix. Alter, so ein mieser Penner. Bitte verzeiht meine schroffe Ausdrucksweise, aber ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, dass ich gerade etwas gereizt reagiere auf diesen Lümmel. So, einmal bitte ausspähen. Dann fallen wir dir nämlich oben schön in den Rücken, du Pappnase. So, aber wie schon erwähnt, wir haben ein Nahrungsproblem. Deswegen hier mal einen Bauernhof. Hier noch eine Mühle, hier noch eine Bakery. So, Wachturm ist fertig. Jetzt heißt es nachrücken, liebe Soldaten. Ah, ich habe noch genug im Petto. Also, wir haben ja schon einen Unteroffizier. Das finde ich schon mal gut. Sobald er jetzt hier was aufdeckt, hauen wir den mal aufs Maul. Einfach nur, damit wir mir hier zum Beispiel das Lager ausklauen und ganz viele Waren kaputt machen. Einfach, weil wir es können. Nein, leider nur eine Holzfällerhütte, Mühle, Jagdhaus im Bau. Junge, hier lang. Wir müssen noch da hinten was sehen. Ach, der hat natürlich ein Gewässer, wo er schön fischen kann. Ist klar. Der hat es ja auch so schwer. Deswegen brauche ich dieses Gewässer so dringend. Ich wollte gerade fragen, warum kommen hier keine Bretter an? Ach, wir haben kaum noch welche. Ja, gut, weil wir auch sehr wenig Holz produzieren, muss man gestehen. So, was nutzen wir denn nicht landwirtschaftlich? Hier. Kommt hier ein Holzfäller hin und hier ein Förster. Wir müssen einfach irgendwo gucken, dass wir an Holz kommen. So! Da werde ich doch mal gleich vorbeischauen. Ist gerade zufällig eine Münze unterwegs. Gucken uns mal kurz die Wege ein bisschen genauer an. Da liegt, glaube ich, keiner. Nein. Okay, keine Münze unterwegs. Das heißt, wir greifen jetzt einfach mal an. Mit allem, was wir haben. Ja, jetzt kommt ihr von hier hinten, ist klar. Aber egal. Hauptsache, wir foppen ihn hier so richtig schön. Dann ist nichts mit Bauernhof, mit Nahrungsmitteln, mit Holzfäller oder mit Lagerhaus. Dann ist einfach nur mit auf Fresse kriegen angesagt. Ja, man merkt mir vielleicht an, ich habe gerade ein wenig Hass. Aber findet ihr das nicht nachvollziehbar? Mal so unter uns gesagt. So, jetzt geht's hoffentlich auf die Fresse. So, erster von ihm down. Zweiter von ihm down. Dritter von ihm down. Nur noch die drei, dann gehört der Wachturm hier uns. Und dann klatscht es, aber kein Beifall. Ach, guck an, da kam noch jemand nach. Zack, kriegt direkt aufs Maul. Ach nee, der hat eines von uns besiegt, der ist zurückgegangen und dann... Ja gut, unser Unteroffizier hier, der wird's schon reißen. Hoffe ich zumindest. Wobei, es sieht gerade gar nicht mal so geil aus. Ja, ey, jetzt schickt er wieder 1000 Truppen nach. Ey, ich sehe schon kommen, ich verheiz meinen einzigen Unteroffizier an den. Ich sehe es wirklich schon vor meinem geistigen Auge. Ja, ein Treffer. Ja, und er ist weg. Geil. Ja, okay, das macht so keinen Sinn. Schön! Was sagt denn jetzt die militärische Stärke? Oh, Überraschung. Ich hab sie jetzt total verkackt. Oh, Mann, ey. Toll, nur weil die eine halbe Stunde kämpfen und dann natürlich schon 1000 Leute wieder nachgerückt sind. Okay. Das heißt, mir bleibt keine andere Wahl, als dass wir uns erstmal einigeln und ja,
auf bessere Zeiten hoffen. Ja, nicht auf bessere Zeiten hoffen, sondern schon natürlich was dafür tun. Und zwar aufrüsten. So, hier kommt nochmal unser Lebensmittelgedöns hin. So, hoffentlich haben wir noch genug Soldaten auf Tasche, sonst haben wir echt Probleme. 15 Stück, nicht die Welt, aber ist okay. Da ist ein Münzchen unterwegs, glaube ich, oder? Ist das ein Münzchen? Müsste. Gebiet verloren. Ja, leck mich doch. Jawohl. Der Penner braucht jetzt auch noch einen Katapult, denn ich glaube es ja wohl. Egal, ich hoffe, wir drücken ihm so viel Land ein, dass er hier zumindest ein bisschen was verliert. Bin ich einigermaßen optimistisch, aber naja, wir müssen schauen, was aus der ganzen Nummer jetzt so wird. Ich ahne Schlimmes. So, müssen wir eben Nahrung umstellen. Wir brauchen Kohle. So, denn wir brauchen Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Ohne Ende. Oh Mann, ey. Der nächste Steinbruch auch schon keine mehr? Tatsache. Tja. Jetzt müsste nur noch unsere Münzprägerei mal loslegen. Stoppen wir mal die Münzzufuhr. Ich wollte gerade sagen, warum produzierst du nicht? Du hast doch Nahrung, erzähl doch nicht. Mein Gott, die sind ja schon auf 0% runter. Wie lang? Ja gut, man muss sagen, zu meiner Verteidigung, während der ganzen Nummer hier haben wir leider nicht sonderlich auf die Nahrungsmittel, überhaupt auf die Produktionsraten geguckt, sonst wäre uns das mit Sicherheit eher aufgefallen. So, dann werde ich da hinten jetzt gleich erstmal einen Fischer bauen, damit wir mehr Mampf bekommen. Und dann sieht die Welt hoffentlich schon ein bisschen anders aus. So, Gott sei Dank, die Münzprägerei produziert wieder was. So, und hoffentlich folgen da noch viele Münzen raus. So, das Militärgebäude wäre besetzt. Ja, das war's so mit deinem Lagerhaus, mein Lieber. Aber zwei Fischhütten hat der miese Penner da schon. Kann ich auch. Ich kann sogar drei. Und noch ein Jagdhaus. Ja, das wird ein Mekka des Mampfes hier geben. So, hier möchte ich ihn jetzt auch nicht totschmeißen mit Soldaten. Er kann zu schnell nachrücken. Er ist einfach zu nah dran mit seinen Truppen. Deswegen macht das da herzlichst wenig Sinn. Wäre immer schön, wenn wir ein paar mehr Münzen bekämen. Da ist, glaube ich, schon einer unterwegs. Nee, leider nicht. Hab mich wo verguckt. Schade. So, du hast keinen Arbeiter. Super. Und ich habe keinen Schlosser. Ja, da kommen wir wohl jetzt nicht mehr herum einzubauen, aber da haben wir jetzt Gott sei Dank einen recht günstig gelegenen Bauplatz. Warum wird das Gold nicht weggebracht? Ich check es nicht. Ach, so nach Mutter, ja, in der Münzprägerei ist kein Platz, deswegen lassen wir es einfach auf den Gehwegen liegen. Muss ja nicht irgendwie in ein Lager gebracht werden oder so. Oh, nervig das. Ja, irgendwie nervt mich gerade ziemlich viel, muss ich gestehen. Mag an diesem katastrophalen Start gelegen haben. Man weiß es nicht. Gott sei Dank ist von uns keiner hier in Reichweite. Das beruhigt mich schon mal. Das heißt, wir können uns hier in Ruhe Generäle heranzüchten, um dann das hier einzunehmen.
Damit dieses Katapult direkt weg ist. Und dann können wir uns hier wieder zusammenfügen und so. Und dann, das wird schon. Früher oder später wird das schon alles laufen hier. Hoffe ich. So, der nächste Steinbruch platt. Tja, so ist das dann wohl. So, dann kümmern wir uns mal irgendwann in die Werkzeuge, machen nur Nudelhölzer. Dann ist der Rest auch egal. So, ein paar Münzchen wären jetzt mehr als angebracht. Aber scheinbar gibt es ja nirgendwo mehr Nahrung. Außer das Goldbergwerk, das die ganze Zeit noch Nahrung in Rachen geworfen bekommt, obwohl ich gesagt habe... Ja gut, so weit ist der Abstand jetzt nicht. Machen wir mal so. Hey, alles auf Null. Nur das verdammte Goldbergwerk wird noch permanent beliefert und ist immer noch bei, ja, 95% jetzt. Gott sei Dank, der erste Fischer ist fertig. Hier oben haben wir relativ viel Anbaufläche. Könnte man sich zeitnah einverleiben. Ich muss ja kurz eine Bestandsaufnahme machen, was Rohstoff angeht. Ja, Holz halten wir uns einigermaßen über Wasser. Stein haben wir genug erstmal. Aber wir haben gerade den letzten Steinbruch dicht gemacht, fällt mir auf. Oh Gott, deswegen müssen wir wohl oder übel auf unser Granitbergwerk hier zurückgreifen. Eieieiei. So, liebe Fischer, gebt Gas und angelt ihn alles weg. Ja, der bereitet sich auch schon vor. Der weiß auch, dass Nahrung hier ein rares Gut ist. So, militärische Stärke. Er hat mich schon wieder überholt, weil bei uns ist das leider komplett liegen geblieben alles. So, ich mache mal die Kohleverteilung wieder gleichmäßiger. In der Hoffnung, weil ja jetzt grundsätzlich die Kohlebergwerke ein bisschen mehr Mampf bekommen müssten. Wie kann es sein, dass du nur auf 30% läufst, so ein mieser Penner? Und du nur auf 70? Ach, jetzt habt ihr hinten kein Wasser, euer Scheißernst? Ach, ich Depp, ich habe den Weg hier abgerissen. Alter, wie kann man nur so dumm sein? Oh Gott im Himmel, bin ich doof. Ey, sorry, aber das tut echt schon weh. Ich wundere mich, dass hier nichts weggebracht wird. Oh Mann. So blöd muss man erstmal sein. Und kein Wunder, dass die Nahrungsmittelzufuhr hier nach unten hin korrigiert wird, quasi. Ach, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was ich mir da gerissen habe. Jetzt kommen erstmal einige Fische nach. Was hat er da? Eisen, gut. An Gold scheint er nicht ranzukommen. Finde ich ein bisschen tröstlich. Aber eben wirklich nur ein bisschen. So, wir müssen mal ein bisschen unsere Truppen sammeln, weil wir haben nur noch 6 Soldaten im Petto. Das reicht noch nicht mal mehr für die Festung hinten. Obgleich du an der Grenze bist, du wirst mal geräumt. Na, euch drei möchte ich hier wirklich ungern räumen. Dich können wir räumen. Dich hier oben auch und dich genauso. Damit wäre wohl auch geklärt, warum der Bäcker hier oben nichts kriegt. Und Getreide, aha. Gott sei Dank. Ed kommt was durch, ihr Lieben. Deswegen jetzt hoffentlich bald weiter, meine Fresse. Das ist aber auch
Ein Graus hier, nur weil wir am Anfang uns ein bisschen verschätzt haben. Also, ein bisschen in Anführungsstrichen, in ganz großen Anführungsstrichen.